Hi zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Zack McCracken. Wir sind in einer Pyramide in Ägypten und es ist dunkel. Ich hab's mir gedacht, wir müssen jetzt zu Annie fliegen, weil die hat einfach nicht so viel Kohle. Also schreibe ich auf unseren Notizzettel vom letzten Mal noch zu dem Rätsel auf dem Bein. Pyramide dunkel. Es hilft nichts. Wir brauchen offensichtlich das Feuerzeug. Ich hätte mir das gleich wiederholen sollen, denke ich. Toller Guide, den ich damals benutzt habe, muss ich schon sagen. Und jetzt gehen wir zurück und fliegen woanders hin. Wir müssen, befürchte ich, so wie ich rumfliege, nochmal im Lotto gewinnen, wenn das so weitergeht. So. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, wir waren schon in Kathmandu, ne? Das schreibe ich mal auf. Ich glaube, Annie steht gerade in Kathmandu. Kathmandu ist nämlich dann Gefängnis und der Golfguru. Ja, genau. Okay. Schreibe ich mir mal auf. Aber dann fliegen wir jetzt mal von hier aus nach Kinshasa. Da waren wir nämlich noch nicht. Wetten, da brauchen wir ein Feuerzeug. Ich hätte doch jetzt lieber erst zu Annie fliegen sollen. Jetzt denke ich mir gerade, ne? Hätte ich mir endlich das Feuerzeug holen können. Okay, ein Dschungel. Ein Dschungel. Aber hier waren wir noch nicht, oder? Das ist ein anderer. Es gibt also in Mexiko, in Lima und hier einen Dschungel. Mein Gott, den Dschungel haben sie aber gerne wiederverwendet anscheinend. Und der ist immer ein zufälliges Labyrinth, nehme ich mal an, oder? Aha. Hütten. Gehe zu Hütte. Öffne Hütte. Ich will die Einwohner nicht stören. Okay, das ist nett. Ein Loch. Ist das ein Loch? Was ist? Oder eine Feuerstelle? Der Parser sagt nichts dazu. Noch ein... Ah, ein Schild an der Hütte. Zahlen Sie mit Cashcard. Der Doc ist da. Okay. Mein Gütespiel. Ich weiß, du bist aus den 80ern, aber holy shit. Ja, es ist echt eine Darstellung hier. Ah. Öffnen wir die Tür zum Dock. Es ist ein... Die Tür ist schon offen. Es ist ein Kind seiner Zeit, ne? Hallo, hallo, was kann ich für dich tun? Ja, okay. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Was kannst du für mich tun? Hey, kannst du zufällig zum Beispiel, keine Ahnung, du bist ein gelehrter Mann, offensichtlich, kannst du die Schriftrolle für mich übersetzen? Ja, ja, die Worte der Macht. Oho, nein, spinnst du wirklich jetzt? Hä? Nee, aber übersetzen tut das für mich nicht. Ich kann es nicht lesen. Okay, warte mal. Ich mach mal was anderes. Benutze oder gib. Gib Cashcard. Ich würde lieber handeln. Ja, was will er denn handeln? Medizinische Schule Kinshasa. Abschluss Hexendoktor, erste Klasse. Was season los? Was? Diplom? Schrumpfkopfherstellung. Na, sollte man immer beherrschen. Lies Fotografie. Ein Foto von Schaman und einem Guru, die Golf spielen. Und hier sind Golfschläger. Ich rühre die lieber nicht an, der Doktor könnte böse werden. Aber der Golfschläger ist ziemlich verbogen.
Und ich hab doch einen Golfschläger. Hier, nimm den Golfschläger, einen neuen. Ein Golden Bar Sandwich. Der fehlt mir noch in meiner Sammlung. Das scheint richtig gewesen zu sein. Komm mit, mein Freund. Wir werden den heiligen Tanz zeigen, den uns die Altväter beibrachten. Pass genau auf, es heißt, er öffnet die Tür zum Kopf auf dem Mars. Stimmt's? Okay. War das der Tanz? Ich habe keine Ahnung, was ich da... Ah, nee. Eins. Eins. Drei. Eins. Zwei. Drei. 1, 1, 3, 1, 2, 3. Vergiss nicht, was du gesehen hast. Nächstes Mal kostet es dich was. Okay, immerhin gibt es ein nächstes Mal. 1, 1, 3, 1. Ah, und bring den gelben Kristall mit. Wie? Zu ihm. Oder auf Mars. In den. Nee, wahrscheinlich hierhin. Okay, okay. Schreibe ich mal schnell hier in meine Liste. Wo sind wir hier? Irgendwo im Kongo, hieß es, glaube ich. Muss ich nachher nochmal schauen, wo wir eigentlich sind. Wie das heißt hier. Irgendwas mit K, oder? Kenia, nee. Keine Ahnung. Hütte. Medizinmann. Gelber. Kristall, okay. Gut, gut. Und jetzt wird es aber spannend hier. Jetzt passt auf. Wechsel zu Melissa. Oder Leslie. Ist eigentlich egal. Ich gehe mal mit ihr, weil sie hat mehr Zeugs dabei. So, jetzt passt auf. Drücke 1. Drücke 1. Hä? Drücke Knopf, bitte. Hä? Warum drückt sie ihn denn nicht? Jetzt. Drücke 3. Drücke 1. Drücke 2. Drücke 3. Ui! Ich wollte schon sagen, ha, komisch, passiert nichts. Und dann bam! Geil! Geil. Nimm die Leiter. Großer Saal. Okay, ich glaube, ich muss speichern. Ros rein in den großen Saal. Wow, der ist wirklich groß. Ausgang. Massive Tür. Große Statue. Öffne massive Tür. Sockel, Kristallkugel. Massive Tür, Mund. Gehe zum Mund. Benutze Münze in Mund. Das klappt nicht. Benutze Besenwesen, um an den Kristall zu kommen. Da komme ich nicht dran. Benutze Leiter auf Kristall. Da komme ich nicht dran. Ja, aber mit der Leiter würdest du rankommen. Benutze Leiter auf Sockel. Ah ja, guck. Nimm Kristallkugel. Das kann ich nicht mitnehmen. Öffne Kristallkugel. Drücke Kristallkugel. Oh, oh. Ah. Ha! Sagenhaft. Naja, die Leiter nehmen wir mit. Die war jetzt schon mehrfach nützlich. So, dann gehen wir mal hier in den Durchgang.
Da stand gerade Text, den habe ich jetzt komplett übersehen. Oh, hier wird es ein bisschen spooky Alien-mäßig. Nicht, dass uns gleich ein Xenomorph anspringt. Gleich kommt der Facehugger. Okay. Ist das auch ein Durchgang? Das sieht komisch aus. Das ist ein Durchgang. Ich sollte mir merken, hier gibt es irgendwie 4 Türen in 4 Farben. Ich schreibe mal kurz auf. Vielleicht ist es wichtig, vielleicht auch nicht. Aber gut. Lila, gelbe Tür. Die grüne Tür und die blaue Tür. Grün und blau. Das sind die Türen, die es hier gibt. Und dann noch ein Durchgang, aber okay. Ich gehe jetzt mal durch die lila Tür. Okay, dann kommen wir in einen Durchgang mit einer grünen Tür und einer gelben Tür. Und einer blauen Tür. Ich meine, hier kann man die Türen zumindest unterscheiden, anders als in den Tempel. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich mit ihr gerade schon wieder furchtbar verlaufe und wir nie wieder hier rauskommen. Ich traue mich hier fast gar nicht erkunden. Aber ich habe vorher gespeichert. Ah, jetzt bin ich wieder raus. Na, vielleicht ist es besser so. Aber da könnte ich nochmal versuchen, eine Karte zu zeichnen. Ja, von wegen. Lies, große Statue, da gibt es nichts zu lesen. Na gut. Ah, hier haben wir nochmal so eine Tür mit einem Kristall. Hier ist nochmal eine... Aber hier ist wirklich irgendwas, oder? Seltsame Zeichnung. Lies, seltsame Zeichnung. Ha! Oben Strich, unten Strich, in der Mitte Kästchen, Ägypten, Bein. Ah, jetzt spitzt sich die Lage hier zu. Noch eine Tür und Ende Gelände. Oh, das ist ja richtig cool. Also das ist schon echt ein sehr gutes, sehr, sehr cooles Rätseldesign. Das ist richtig, das macht Spaß. Also ich muss mir hier kurz aufschreiben, Bein, dann weiß ich's schon, glaube ich, hoffe ich. Huiuiui. Naja, dann machen wir mal unseren Leitertrick hier nochmal. Und schau mal kurz, aber hier ist wahrscheinlich auch ein endloses Labyrinth dahinter. Sieht so aus, ne? Naja, bis jetzt kein Labyrinth. Oh! Aha, hier brauchen wir wahrscheinlich Wandtafel. Irgendein Symbol oder so. In Form von Ankh. Hier brauchen wir Ankh, sonst kommen wir hier nicht durch. Autsch! Dann könnten wir zu dieser Maschine und zu Schlüsseln und zu einem Teleporter-Kryoschlaf-Dingens. Na gut. Ankh-Symbol. Ich glaube, das schreibe ich sogar kurz in meine Ortsnotiz. Mars Tempel Ankh Symbol. Hinterste Tür, sagen wir noch. Dann weiß ich's. Dann weiß ich's auch wahrscheinlich hoffentlich noch Jahre später, wenn ich das lese. Nimm Leiter. Bam. Gehe zu weiter. Nein, dann gehe großer Saal, bitte. Wir haben nämlich noch eine mittlere Tür, die wir uns mal noch anschauen. Und dann muss, glaube ich, unser Sack mal nach Ägypten wieder fliegen, befürchte ich. Oh nein! Hier ist ja der Kristall kaputt. Na, das ist doof. Wo kriegen wir da jetzt einen Ersatzkristall her? Ich gehe mal, ich warte mal, lass mich mal benutzen, trotzdem die Leiter. Drücke
Leiter. Ist echt blöd, wenn sie da oben ist, kann ich da nicht mehr hinklicken. Drücke Sockel. Nimm Sockel. Na gut, ich glaube, das geht nicht. Benutze Münze. Das dürfte wahrscheinlich auch nicht gehen. Das wäre auch komisch. Helm. Aber dann ersticken wir. Das ist halt der Nachteil. Aber ansonsten... Benutze Besenwesen. Nee. Das klappt nicht. Na gut, okay. Wir haben ja hier jetzt noch was zu tun. Jetzt muss ich noch mal kurz zu der anderen großen Statue schauen. Ob hier nicht doch auch was ist. Aber nee, hier ist nichts. Wechseln zu Zack. Wo ist der gleich nochmal? Ah ja, genau, hier noch. Hier müssen wir dann mit dem gelben Kristall nochmal wieder herkommen, wenn wir den haben. Aber jetzt erstmal zurück zum Flughafen. Und zurück nach Kairo, ne? Wenn möglich. Wenn möglich, bitte wenden. Immer eine gute Idee, einfach blind und ohne irgendwie Vorräte in den Urwald zu stolpern. Kommt man schon raus. F.I.H. Für was steht denn das bitte? Ich schreib's mal auf so. So, benutzen wir den Terminal nochmal, den Ticketautomaten. Na, los. Okay, von hier kommen wir nach Kairo direkt. Ach, was für ein Zufall. Perfekt. Kathmandu, ne? Da könnten wir uns endlich das Feuerzeug holen. Das macht schon echt Sinn. Weil dann können wir nämlich auch gleich in die Pyramide in Kairo gehen. Oh Gott, ey. Ups. Das ist ein teurer Feuerzeugtausch. Gib Feuerzeug zu Zack. Okay. Ach so, wir müssen erst ein Ticket kaufen. Aber wir können wenigstens von hier auch direkt nach Kairo fliegen. Okay, immerhin. Muss ich mal auf unsere Cashcard gucken. Wahrscheinlich sind wir schon wieder unter 5000 jetzt gefallen. 4,6. Ja, ja. Aber gut, jetzt passt auf. Jetzt bin ich echt gespannt. Wahrscheinlich passiert jetzt irgendwas Verrücktes auf dem Mars, wenn ich hier die Zeichnung jetzt vervollständige. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Benutze gelben Buntstift auf die seltsame Zeichnung. Und jetzt oben eine Linie... Unten eine Linie. Und hier drei Kästchen draus machen. Ich glaube, das hat nicht geklappt. Aber ich hab's richtig gemacht, glaube ich. Eigentlich schon. Ich glaube, das hat nicht geklappt. Ich habe genau nachgebaut. Dann vielleicht an der falschen Stelle. Vielleicht müssen wir irgendwo anders die Zeichnung machen. Das ist ein bisschen schade jetzt. Ein bisschen frustrierend. Ich meine, ich könnte mal versuchen, weil man kann alles mal versuchen, dass ich es drehe. Aus irgendeinem Grund. Nö. Dann zeichne ich es wieder mal so, wie es vorher war, nur für den Fall, dass es vielleicht mehrere Orte gibt, an denen man die gleiche Zeichnung machen muss,
könnte sein. Deswegen bringe ich es mal lieber wieder auf den Zustand, damit ich nicht nochmal deswegen hierher fliegen muss, wenn es wäre. Ja. Aber schade. Oh, das hat mir jetzt ein bisschen... Ich war gerade so freudig gehypt und jetzt... Meh. Schon schade. Gehe zu Pyramide. Speichern. Was ist Fackel? Gehe zu Fackel. Benutze Fackel mit Feuerzeug. Schön, schön beleuchtet, wie die das hier gezeichnet haben. Öffne Sarkophag. What could possibly go wrong? Ah, schade, den gibt's quasi gar nicht. Gibt's irgendwas hier? Nee, das ist nur eine leere Grabkammer, ohne irgendwas scheinbar. Na schön, Leute, unsere weiteren Pyramiden-Expeditionen heben wir uns dann für die nächste Folge auf. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich darf Sie nun höflichst zur Tür bitten. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.